Wir machen mal Luki Luki. Ne, hier sind wir ja vorher immer hingelaufen. Hier ist aber auch noch alles okay. Ich behalte das mal im Hinterkopf hier. Vielleicht sehe ich da ja, wann er da hingeht und sowas. Dann machst du mal hier einen Turm. Einfach mal irgendwo dazwischen. Vielleicht hier vorne nochmal einen. Man weiß es ja noch nicht. Mal gucken. Hey, castet er was? Und das klingt nicht nach einem Heal. Will ich nur mal festhalten. Es klingt nicht nach einem Heal. Erledigt. Die Frage ist nur, was genau macht er und warum macht er das? Und wer ist eigentlich Power? So viele Fragen, keine Antworten. Furchtbar. So, Ogre, Ogre, Ogre. Gold sieht hier noch einigermaßen okay aus, was sehr merkwürdig ist. Machst du mal das hier. Machst du einen weiteren Turm dahin. Bereit, Meister, 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 aber ich nicht. Wir müssen in die Ogre vertrauen. Und Katapulte. Erledigt. So, und dann bin ich mal gespannt, wie ich jetzt hier die Nethergarde irgendwie einnehmen soll. Ich habe keine Ahnung. Bereit, Meister, bereit, Meister, aber ich nicht. Ist wahrscheinlich so langsam voran mit Katapulten hier alles niedermürben. Versuchen, sich nicht von den Türmen pullen zu lassen oder sowas. Jetzt soll nicht, du kommst doch nicht durch. Er kommt doch nicht durch. Alles klar. Er kommt doch nicht durch. Alles klar. Macht da immer irgendwas mit den Häusern hier? Castet da irgendwas? Zwischendurch kommen da so einzelne Partikel drauf und ich frage mich so, geht's ihm nicht gut? Ach, du kommst da nicht rum, willst du mich verarschen? Ich meine, solange er nur sowas macht, soll's mir recht sein. Es ist irgendwie ein Fehler einer KI, glaube ich. Ich glaub's wirklich. In der Zeit habe ich dann hier eine riesengroße Armee aufgestellt. Ja, ne? Mal schauen. Aber wenn ich genug Ogre habe, dann brauche ich die auch einfach nur reinschicken. Glaube ich. Wie viel habe ich denn jetzt? Ja, nur eins. Ja, schon fast zwei. Okay. So schnell kann ich gar keine Häuser bauen. Hier ist ja abartig. So, Berserker Erholung können wir mal machen. Also, wir haben wirklich im Moment so ein bisschen so das Glück, dass da irgendein Fehler in der KI ist, dass ich hier ständig mit seinem Magiern irgendwo was castet, was ich nicht verstehe. Alles klar. Oder mit seinem Paladin, meinetwegen auch das. Weitsicht, castet er gerade Weitsicht? Ja, Meister. Und will hier immer gucken, was mache ich hier? Und das in der Endlosschleife? Bereit, Meister, 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 aber ich nicht. Bei diesem komischen Altar der Stürme. Da kann ich jetzt auch nicht irgendwie so die mega Ogre-Verzauberung jetzt herstellen, von wegen sie werden noch stärker, außer jetzt hier Kampfrausch, ne? Und Kampfrausch aufeinander zu casten, das ist ja. Das ist immer noch. Boah, nee, ne? Also, nee. So, das war die Goldmine. Dann kommt mal mit. Ihr geht mal bitte hier hin. So. Und dann mal schauen.
Wird schon. Irgendwie. Glaube ich. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. So, du hast nichts zu tun. Dann brauchen wir ein Haus. Du da, dahin. Machen wir mal Ogermaja, was viel bringt. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, die Weiterentwicklung dazu bringt ja jetzt erstmal nichts. Außer halt, dass uns halt weitere Technologien offenstehen. Aber sonst glaube ich nicht wirklich viel, ne? So. Das nächste Haus bauen. So. Und dann glaube ich, nach dem nächsten Ogre-Trupp baue ich glaube ich ein paar hunderttausend Millionen drauf, ziehe ich Katapulte. Grundspruch. Also, wenn man den Grundspruch macht, wir machen es mal. Vielleicht komme ich damit besser klar, ich habe keine Ahnung. Wo ist denn hier der... Achso, der hat sich verlaufen. Ach, das ist der, der im Holz da stecken geblieben ist. Ich arbeite eh mit Profis. Man sieht es. Ja. Also schön. So, Rundspruch ist fertig. Ich weiß nicht genau, was er macht. Würde ich mit R aktivieren. Kampfrausch wahrscheinlich mit K. Komm, wir machen es. Was soll der Geiz? Einfach mal machen. Ja. Ist immer gut, wenn man nicht weiß, was man da tut. Ist immer, kommt immer gut. So, der hier ist immer noch nicht erledigt. Achso, nicht mehr genug Gold für ein Haus. Okay. Der Gegner cast da immer noch. Ist soll mir recht sein. So. Hier machen wir jetzt ein paar neue Peons, so drei Stück noch. Sollen jetzt hier das hier auch nochmal niedermachen. Dann jetzt halt noch zwei. Halt, lo. Fertig zur Arbeit. Warum ist denn der jetzt einfach mal so vollkommen willkürlich ins Holz gegangen? Das ist mir eine Rätsel. So, jetzt kannst du aber hier rausbauen. Fertig zur Arbeit. Also irgendwie habe ich die KI verbuggt. Soll mir recht sein, aber es ist merkwürdig. Nebenbei. Du bist ja gleich hier fertig, kannst du gleich mal so ein alchemistischen Gedönsding jetzt machen, ja, des Todes. Ja. 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 Wir waren's. Ja, super. Gut. Wir wollen. Ja, komplexes Gebäude, das ist super komplex, ne? Da ist ein Windrad dran, das ist schon, das ist an Komplexität gar nicht mehr zu überbieten. Das ist einfach nur wow. Einfach nur wow. So, und ich weiß, ich habe hier einen, aber ich will halt dann mit einem extra Zeppelin und halt Möglichkeit haben, sowieso noch Zusatzzeppeline zu bauen. Einfach nur mal gucken, was hat er da. Auf was muss ich mich einstellen, außer halt das Übliche. Ne? Erleichtert, dass jetzt im Moment alles relativ ruhig ist. So. Können natürlich auch Demolierer machen, die halt da reinspazieren und alles niedermachen. Das wollte ich hören. Einer muss ja soweit sein. So, Zeppelin hat auch fertig. Dann mach mal Loki Loki hier.
um zu sehen, wie viel Armee erwartet mich jetzt hier. Alles klar, im inneren Kern sind hier so ein paar hunderttausend 50 Bogenschützen, ein bisschen was davon, ein paar Ballisten. Es geht eigentlich, was er hat. Er kann auch... Weiß gar nicht. Ich sehe jetzt nicht, dass er jetzt irgendwo Gold abbaut. Ich guck mal kurz hier beim ehemals Pinken, ob er da jetzt Gold anzapft. Sehe ich jetzt auch nichts wirklich von. Ist die KI wirklich so verbuggt, dass er nichts mehr macht? Da ist was. Haha! Haha! Dann lass uns doch mal da hingehen. Wird gemacht! Mit zwei Trupps. Da kommen echt nicht weniger an. So, mach mal eher auf irgendwen. Ah, okay. Es macht tatsächlich so einen Flächeneffekt. Oh, was? Was? Ah, okay, gut. Das ist ein Spruch von irgendwem. Gut. Ich speichere übrigens hier mal. Unter... Drachenpower, die eigentlich Ogenpower ist. Ogenpower, ja. Ogerpower, wenn schon, denn schon. Stellt euch mal hier ringsrum auf. Nur damit da keiner mehr reinkommt. Das ist mein Gold! So. Ihr macht bitte alle Stellung halten. Wird gemacht. Ja, Meister. Muhahaha. So, und wir gehen da jetzt gleich ihn besuchen. Schauen wir mal, wo sind hier seine Magier oder sowas, die er da gerade stehen hat, um mich da zu ärgern. Weil das ist mir immer noch so ein Rätsel. Kann natürlich auch Paladin-Action gewesen sein, aber... Wobei, ich sehe auch keinen Magier, ich sehe halt nur die Kirche. Okay. Na dann, würde ich mal sagen... Gehen wir gleich so langsam so ein bisschen so zum Angriff über. Können natürlich jetzt auch noch warten, bis er seine Peons oder seine Arbeiter in dem Fall immer wieder zu mir schickt. Und er immer wieder Geld dafür ausgibt. Weil hier schickt er sie ja nicht hin, was irgendwie intelligenter wäre. Aber so intelligent ist die KI heute einfach mal nicht. Weil wahrscheinlich logistisch gesehen die Goldquelle minimal näher liegt als die andere. Weiß ich nicht. Halte ich für möglich, aber weiß ich nicht. Nochmal speichern. Aber sicher. Aber sicher. Ja, dann geht mal da hin. Ich kann die ja immer noch nicht kopieren. Es ist so ätzend, ganz ehrlich. Sicher. Wir sind so weit, gemacht. So, dann lass doch mal gucken, was wir machen können. Aber sicher, Meister, soweit so furchtbar. Ah. Aber sicher. Oh mein Gott, er hat sich jetzt nicht tatsächlich Kampfrausch gegeben. Doch, hat er. Und jetzt drauf, da drauf, da drauf, da drauf, da drauf, da drauf, da drauf, da.